dem wunderschönen Ötztal. Schönen Ötztal. Schönen Ötztal. Circa 1700 Höhenmeter Uphill, bisschen Schieben, Tragen ist auch dabei und ein absolut genialer Trail über die Schotterreisen runter. Harald Philipp hat es mal als einen seiner Lieblingstrails im Bike-Magazin benannt. Schon mal ganz schön heiß geworden, finde ich. Wetter ist so etwas durchwachsen. Gestern war ja der Freitag, der 13. Ja. Da wollten wir eigentlich noch eine Feierabendrunde einlegen, haben uns die dann aber gespart, weil es von einem Gewitter ins nächste übergegangen ist. Und irgendwie hat uns Freitag, der 13. wirklich heimgesucht, also mit lauter so Kleinigkeiten. Wir haben natürlich den Sattel umgeschraubt, dazu kommt nachher mehr. Nico hat es vom Fachmann geschraubt bekommen. Ich habe es selber gemacht und bing, meine Schraube abgerissen. Also das, die Aufnahme. Nicht abgerissen, sondern die Aufnahme wurde halt so ein bisschen beschädigt. Und jetzt, sodass die Schraube nicht mehr hält. Die Schraube nicht 100% mehr drin. Sie hält noch, sonst wird es jetzt nicht drauf sitzen, die Petra. Ja, sie hält wieder, weil wir dann Radläden abgeklappert haben und einer war so nett und hat uns gedengelt. Das bisschen genau mit dem Hammer wieder gerade geschlagen. Also ja, das war Punkt 1, Freitag der 13. Dann eben von einem Gewitter ins nächste. Dann Regen, Starkregen, alles dabei gewesen. Ah ja, die Hälfte Sonne. Der Sachen haben wir vergessen. Wir mussten noch zweimal umdrehen. Ja. Aber das Positive, man muss sich ja dann irgendwie belohnen. Petra meinte dann zu mir, komm, lass uns laufen gehen. Ich sagte, ja, passt, bleib hier stehen. Ich kaufe mir einfach ein paar Laufschuhe. Und ja, ich habe seit langem wieder mal neue Laufschuhe. Das hat echt ganz cool funktioniert. Und mit Laufanalyse. Und dann sieht man mal, wie bescheuert man eigentlich läuft teilweise. Und der Verkäufer war ganz bemüht, finde ich. Ja, das stimmt. Wir waren da beim Sportler in Innsbruck. Das ist ja sehr neu, sehr schön. Und der Verkäufer war echt ganz cool. Ja, wollte auch gleich neue kaufen, aber dachte mir, ich laufe wie eine Ente. Das ist irgendwie behindert, wenn ich da jetzt noch Geld investiere. Schuhe habe ich ja. Investiere ich lieber in die 370. Radhandschuhe, weil die machen mir wenigstens Freude. Wir sind jetzt ja ganz neu mit den SQLab-Satteln unterwegs. Da haben wir ein eigenes Video für euch gemacht zum Thema Bikefitting und was man eben machen kann gegen Rückenprobleme, Handeinschlafen, Taubheitsgefühl im Intimbereich und so weiter. Und jetzt wäre für mich ganz interessant, wie fühlst du dich denn damit, Nico? Also am Anfang ist es so ein bisschen ungewohnt. Aber jetzt so die ersten 10, 15 Kilometer, die wir jetzt gefahren sind, gewöhnt man sich relativ schnell dran. Und das ist bis jetzt in Ordnung. Also wird, glaube ich, noch ein bisschen besser. So haben sie es uns ja auch gesagt, ja? Liebe Petra. Genau, gesagt haben sie, dass man jetzt halt den ganzen Druck nur noch auf den Sitzknochen hat. Da, wo er eben eigentlich hingehört. Und ihr habt ja schon manchmal bemängelt, dass ich meinen Sattel so komisch eingestellt habe. Dadurch hatte ich den Druck aber hauptsächlich auf den Sitzknochen. Von dem her, also mir tun die jetzt nicht weh. Ich glaube, das heißt, da ich das vorher schon ganz gut im Griff hatte. Ganz im Gegenteil, ich merke, dass der Sattel ein bisschen flext. Ich spüre, dass er breiter ist, das schon. Aber ich könnte bis jetzt nichts Schlechtes sagen. Das Einzige, ich hatte ihn vorher ganz, ganz gerade und ich habe ihn jetzt trotzdem minimal nach unten geneigt. Das taugt mir einfach besser. Und was man auch noch dazu sagen muss, der Sattel ist praktisch so an zwei Gummipuffer aufgehängt. Er gibt noch so nach, also nach links und nach rechts. Aber wenn ich mich bewege, dann gibt der Sattel einfach so noch ein bisschen nach. Sehr angenehm. Also ich finde es bis jetzt auch sehr gut. Schauen wir mal, wie es uns weiter oben dann geht. Es hieß nämlich, man soll am Anfang so 10 Kilometer, eine halbe Stunde, also nicht irgendwie Tagestour fahren zum Eingewöhnen, aber was machen wir heute? Tagestour natürlich. Ja, klar. Was sonst? Schaut mal, was für ein schöner Wald mit ganz grünen Wiesen dazwischen. Auch sehr ungewohnt. Und da sieht man mal an Petras Sattel, wie sich der bewegt. Schnupp. Der Wald hier ist echt richtig cool, das hat Nico ja vorher schon gesagt. Und jetzt kommen hier gerade Kühe einfach so aus der Wiese raus. Und der Weite dachte ich schon, das wäre eine hier. Wäre natürlich noch cooler gewesen. Da muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen, ob die halt gerade Junge dabei haben oder nicht. Weil da können die ganz schön aggressiv werden. Jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter geklettert. Wenn es steiler bergauf geht, dann merkt man den Sattel ja nochmal anders. Und also bisher ist es echt bequem. Vor allem dafür, dass ich ihn für meine Verhältnisse wirklich sehr flach eingestellt habe. Also das finde ich sehr erstaunlich. Da wurde, glaube ich, jemand vergessen. Die kleine Schneeraupe wartet auf den Winter. Aber jetzt ist Sommer. So, da seht ihr es jetzt mal.
Diesmal ist der Sattel bei mir echt relativ normal drauf, traue ich mich behaupten. So schaut es beim Nico aus. Ja, erzähl, wie war das sonst früher bei dir mit den Sätteln? Also daher, dass ich im Endeffekt immer die Möglichkeit hatte, Jahr für Jahr ein anderes Fahrrad zu fahren. Am Ende der Saison das alte verkauft habe, habe ich immer einen unterschiedlichen Sattel gehabt. Und ich habe es halt nie so richtig hinbekommen, habe mich auch damit nie so richtig auseinandergesetzt. Weil man beißt halt dann durch und schaut, die Neigung sehr stark nach vorne, dass man so ein bisschen eingespannt in dem Rad sitzt. Das war dann immer das Gute, dass man die Sitzknochen halt spürt. Und das ist halt jetzt eben nicht mehr so der Fall. Jetzt kann man den Sattel relativ gerade halten und ich finde es eigentlich ganz angenehm bis jetzt. Genau, und dadurch, dass man den halt gerade halten kann, ist das Becken dann natürlicher von der Haltung und das ist eben dann noch besser. Das müssen wir aber jetzt dann im Betrieb erst noch feststellen. Was ich halt wirklich merke, ist, dass ich mich nicht mehr so spielen muss, den Sattel überhaupt in diese Position zu bringen, weil das eben bei den neuen Sattelstützen echt teilweise schwer geht. Und Nico hat ja den Vorteil, dass der eben schmale Sitzknochen hat mit diesen 10,5. Deswegen passen eben die Standardsättel gar nicht so schlecht. Jetzt, wenn man eben ein bisschen breitere hat, wie aber viele von uns, da bin ich mir sicher, das weiß ich einfach, weil ich das schon öfter abgequatscht habe mit Leuten und auch oft mitgekriegt habe, dass einfach Probleme vorliegen, dann kommst du mit dem Standardsattel halt gar nicht zurecht. Also ich habe schon immer, ich habe halt früher ausprobiert, konnte teilweise kaum Pipi machen vor lauter Weh und habe halt dann festgestellt, okay, mit dem Karton, das wusste ich von meinem Papa, das stand mal natürlich in so einer Zeitung, wie weit sind meine Sitzknochen auseinander. Und dann eben dementsprechend zumindest ein 14er Sattel hatte ich jetzt wirklich schon jahrelang. Und den habe ich auch immer mitgenommen von Fahrrad zu Fahrrad zu Fahrrad, weil was anderes kommt für mich nicht in Frage. Ansonsten ist es einfach Tortur und dann macht es mir keinen Spaß. Da hast du halt wirklich diesen Vorteil, dass dir Standardsättel halt ein bisschen besser passen. Ansonsten hättest du das nicht durchgehalten, traue ich mich behaupten. Und wo es ein ganz klarer... Oder wo man es ganz klar gemerkt hat, das war letztes Jahr Transalp. Da war es eigentlich sehr hart für mich, weil am Stück mal so 3300 Höhenmeter oder was das teilweise in der Spitze waren und 100 Kilometer im Sattel zu sitzen und das 7 Tage. Ja, wir sind immer so Touren gefahren, aber das war für mich die schlimmste oder die höchste und da merkt man es dann eindeutig, genau. Und ja, da hattest du auch den Standardsattel, glaube ich, sogar drauf gelassen und ich natürlich meinen mitgenommen, weil ich halt gemerkt habe, so, oh Gott, das Fahrrad ist so weit weg von der Einstellung, die ich brauche und es war schwierig, das halt auf die Schnelle hinzukriegen, weil egal wie teuer das Fahrrad ist und von welchem Profi, das war mega, wenn es dann eingestellt war, es war echt geil, aber du musst es halt auf deinen Körper, auf deine Maße, auf deine Vorlieben ein bisschen adaptieren und auf die Schnelle ist es teilweise echt schwer und jetzt mit diesen Kleinigkeiten, also mit diesem neuen Sattel jetzt, glaube ich, erleichtert es das in Zukunft sehr, weil man eben einfach den Winkel nicht mehr so krass braucht und Nico testet zusätzlich auch noch die Griffe schon. Ja. Das macht, glaube ich, auch einiges leichter. Das hat einfach den Vorteil, wenn man das praktisch, wenn man es hier so aufliegt, dann ist das hier gerade, da ist bei dem, hier ist eine leichte Erhöhung, dass ich gar nicht irgendwie schief kommen kann und wie man sieht, ist der Griff nicht ganz rund, ja, also er ist so ein bisschen, ich nenne es mal oval. Man kann dann, wenn man dann greift, hat man hier den perfekten Handrücken gerade. Ja, was mir halt auffällt, im Moment spüre ich halt gar nichts. Wenn manchmal das nicht ganz passt, dann spürt man halt den unteren Rücken und das hasse ich, weil sobald man den nur ein bisschen spürt, wird es immer nur noch schlechter gefühlt. Dann heißt es eigentlich abbrechen. Und also das ist bis jetzt wirklich super fein, da merke ich gar nichts und das ist echt ein gutes Zeichen. Gestern ja noch richtig Pech mit dem Wetter. Heute Morgen sah es auch noch so lala aus. Kommt jetzt gerade Vollgas die Sonne raus. Also mega gut. Zum Glück haben wir uns eingeschmiert. Ja. Das ist immer wichtig. Übrigens haben wir das Jahr auch noch richtig viele Projekte vor. Ja, morgen soll es auf den Gletscher gehen zum Beispiel. Erst Gletscher. Mit dem Snowboard. Dann mit dem Bike. Nächstes Wochenende hat der Nico Junggesellenabschied, ich mein Mini. Übernächstes Wochenende dann aber schon wieder Gardasee pur. Verlängertes Wochenende am Vatertag nutzen. Dann heißt trainieren. Da wird es nochmal eventuell Richtung Schweiz gehen. Auf jeden Fall aber Richtung Dolomiten, Tolmezzo und Slowenien. Und dann folgt schon unser konditioneller Höhepunkt. Ah, die Transalpennaht! Frank, Grüße geht raus von meinem Buddy, weil ich das letzte Mal auf ihn aufgefahren bin. Ja, und ein Schal. Ich bin ein Opfer. Jetzt bin ich endgültig ein Opfer. So, jetzt sind wir noch ein Stückchen höher. Jetzt ist die Sonne voll rausgekommen. Witzigerweise hat es zwischendrin aber auch mal geregnet. Aber nicht so fest, deswegen haben wir es euch gar nicht erst gezeigt.
Und wir haben doch gerade schon gegessen. Er sieht eine Alm. Panoramaschwenk folgt. Das wird genial. Ötztaler Berge sind wirklich wunderschön. Und jetzt sind die auch ein bisschen rausgekommen. Aber da müsst ihr euch noch gedulden, bis wir oben sind. Ja, ja, schaut mal, was Petra gerade wieder schon bestellt hat. Leckeres. Das ist nur Sahne. Aber es schmeckt gut, gell? Und der ist sogar noch warm. Mhm. Du kannst ja gar nicht backen, oder? Ich kann Rad fahren. Schaut euch mal den Helm an. Viel zu groß für den kleinen Kopf. Das ist jetzt Nikos Helm. Ich brauche nämlich Kopfbedeckung, weil ich bin ein Weißbrot. Du bist einfach, du siehst aus wie ein Helmi. Schaut mal jetzt vor uns. Das felsige Gebirge. Noch richtig viel Schnee. Ich hoffe, wir haben heute nicht so viel Schneekontakt. Aber ich glaube, es wird ganz gut. Schaut mal einfach, in welcher Landschaft es hier hochgeht. Bisher war alles auf der Straße. Jetzt müssen wir noch so 200 bis 300 Höhenmeter am Trail schieben oder fahren. Mal schauen, was so geht. Jetzt sieht man den Gipfel schon voraus. Ja, wie heißt es so schön? Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Aber ich kann leider nicht so gut werfen. Ey, nicht so nah. Oh. Ich habe ja mehr vorbereitet. Ich hätte noch viel mehr vorbereitet. Ja, weiter geht's jetzt eben im Trail. Noch kann man aber treten. Jetzt wird es, glaube ich, gleich ein bisschen steiler. Mal schauen, wie es weitergeht. Ah, schon schwer jetzt. Teilweise. Ja, ja. Da kommt sie. Die Königin der Berge. Was ist los mit dir? Schon schwer. Wisst ihr, wir waren gestern eine Runde laufen. Das war die Hölle, 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 Hölle. Da konnte ich wenigstens mal einmal vorne sein. Ja, laufen tut am Welt besser wie ich. Nico läuft ja auch nicht so gern, aber das kann er sau gut. Naja, sau gut ist übertrieben, aber... Doch, doch. Du kannst es auch schon gut, wenn du willst. Es tut alles weh beim Laufen. Das ist wie wenn ich sterben würde. Der Schmerz wandert von hier nach da in die Seite zu Seitenstelle. Hier? Dann ist überall Schmerz, dann ist kurz weg und dann kann ich ihn nicht. Aber ich mach's trotzdem, damit ich fit bin, wisst ihr? Aber Spaß machen tut mir das nicht. Radfahren hingegen macht Spaß. Seilhalt kann man in der Kamera ja immer ganz schlecht rüberbringen. Ich bin schon voll am Schnaufen. Nico ist nochmal der bessere Abhiller wie ich. Ja, na? Ja, hier geht's jetzt echt steil drauf. Ende mit Gelände fahren. Schade. Jaha, Gipfelkreuz vor uns. Nico führt heute übrigens. Irgendwie bin ich langsam, ich weiß auch nicht. Aber hilft nichts. Auf jeden Fall, juhu. Super gut. Jaha. Yeah. Oh.
des Bikers räumt. Was denn? Wasser. Mega schön hier durch.